Ist das nicht herrlich? Wieder im Dovrefjell, Sonnenschein, Schnee. Irgendwie haben wir hier im Dovrefjell wirklich fast immer Glück. Ne? Also es ist echt der Hammer. Wir haben hier immer tolles Wetter und im Winter immer schönen Schnee. Vollkommen alleine, hier sind noch nicht mal Fußspuren. Ein paar Norweger sind ja vielleicht mit den Skiern mal hoch, aber das war's. Ansonsten ist hier kein Mensch. Das ist echt toll. Auf jeden Fall wird es spannend, ob wir hier auch einen Moschusochsen sehen. Und wenn nicht, dann genießen wir die Landschaft. Wow, was für ein Wetter. Und es ist, der Wind ist ganz schön kalt. Also ja. Mir haut er die ganze Zeit das rechte Ohr. Da hilft doch die Mütze nichts. Da hilft einfach nur die Kapuze noch drüber ziehen und dann ist gut. Und ja, mal gucken, wie weit wir noch gehen. Tatsächlich ist wirklich weit und breit nichts zu sehen von den Ochsen. Ist halt manchmal so. Wen es aber interessiert, wie es hier aussieht, wenn man sie findet, da gibt es ein Video von mir drüber. Und das findet ihr bei YouTube und ja, da habe ich richtig viel Glück gehabt und konnte auch wirklich tolle Aufnahmen machen. Schaut es euch an. Unglaublich heute, ja. Ah. Hier? Teechen? Dann musst du noch mal gucken. Teechen so. Im Dovrefjell. Genau. Das ist doch toll, ja. Oder? Wie lecker so ein Tee sein kann, du. Mein Gott. Ja, wir sind jetzt am Rückweg und waren jetzt so gut 2,5-3 Stunden unterwegs. War einfach toll und ich meine, bei dem Wetter Hammer. Ja, ansonsten ist uns gerade noch ein Schneemobil entgegengekommen, das hatte hinten so eine Rettungskapsel angehängt und der fuhr in die Berge rein, also vermutlich ist da leider irgendjemand was passiert. Aber es kann ja auch was Einfaches wie ein verstauchter Fuß sein, das wollen wir hoffen. Und ja. Wo die Moschusochsen sind, ist eigentlich jetzt relativ klar. Wo wir hier gewandert sind, wissen wir genau. Die sind hinter diesem Berg höchstwahrscheinlich, weil da sind sie im Winter sehr, sehr gerne. Das ist eine ziemliche Mammuttour, dahin zu latschen. Und da wir ja nur auf der Durchreise sind, überlegen wir uns noch genau, ob wir das morgen noch machen, weil da ist man schon Stunden unterwegs. Da muss man eigentlich einen Tag vernünftig einplanen, gerade wenn man noch fotografieren will. Und ja. Gucken wir einfach mal, wir freuen uns jetzt erstmal aufs Wohnmobil und auf die dort gebunkerten Zimtbollen, wie immer. Ja, diesmal probieren wir einen neuen Campingplatz hier im Dovrefjell aus, weil der, wo wir seit 12 Jahren hinfahren, Fuhu Haukli, die haben das erste Mal, seit wir das kennen, nicht geöffnet. Plätzchen zugewiesen bekommen, haben eine fantastische Aussicht und jetzt können wir es uns richtig gemütlich machen. Allerdings. Das war ein toller Tag heute. Ein Herrlich. Irres Wetter. Grandios. Oh nee, da ist es wieder.
was für eine Nacht. Also Polarlichter, KP-Index von 6. Und das war wirklich die ganze Nacht ein Feuerwerk. Wir haben dann diesmal eine Timelapse laufen lassen, hier mit der Osmo Action. Mal gucken, wie die geworden ist. Ja, und neuer Tag, irres Wetter, tolle Temperatur. Und wir gehen jetzt wandern und das direkt hier vom Campingplatz aus. Da kann man vorne auf so einen Berg hoch. Und da kann man dann Snöhetter auf der einen Seite und Rondane auf der anderen, genau, sehen. Genau, ne? Falls wir hochkommen, weil es ist ein ganz gutes Stück. Und je nachdem, wie tief der Schnee ist, ist es halt auch mit Schneeschuhen zu schwierig dann irgendwann. Aber wir probieren es. Ja. Ja, irgendwie kommt das Ziel nicht wirklich näher und das Gehen wird zunehmend schwerer, weil man immer tiefer versackt mit den Schneeschuhen. Und obwohl wir das hier noch auf einer von Skiern so ein bisschen plattgewalzten Spur machen können, also daneben ist es gar nicht mehr möglich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, theoretisch ist da vorne der Rücken des Berges und rein theoretisch müsste man da dann in den Rondane Nationalpark runtergucken. Wir sind jetzt auf schätzungsweise 1300 Meter, muss ich nachher mal in der App gucken. Und mit den Schneeschuhen im Schnee ist schon anstrengend. Jetzt sind wir oben. Und das ist der Blick zur anderen Seite. Und ganz da unten sind wir heute Morgen gestartet. Und da im Hintergrund, so ein bisschen in der linken Bildhälfte, da sieht man den Berg Snøhetta, der gerade von Wolken verdeckt wird. Ja, was für eine irre Wanderung. Und Natascha ist schon ein ganz kleines Stückchen runtergegangen, da ist es windstill. Und da werden wir jetzt wunderbaren Tee trinken, haben zwei Muffins bei und noch ein paar andere Sachen zu essen, bevor wir uns dann an den Abstieg machen. Und ja, wieder so ein irrer Tag, also Norwegen enttäuscht wirklich nie. Muffin? Du drückst mich hier runter. Ja, so ist das halt. Komm, nur einmal rein. Oh. Das kann man jetzt gebrauchen, das, oder? Kann man jetzt so richtig genießen. Oh. Lecker. Lecker. Sind auch nicht so laut wie die Kekse in Ellungdalen im Herbst. Genau. Ja, also das war schon echt
eine richtig coole Tour hier hoch. War auch anstrengend, ziemlich. Aber hat sich total gelohnt. Und wenn man so ein Glück mit dem Wetter hat, dann muss man natürlich auch raus. Und man wird immer belohnt, ne? Für die Anstrengung immer. Wird man hier immer belohnt. Ja, es ist wirklich wahr, ja. Und dazu noch diese Ruhe hier. Hier ist ja, also wir sind nicht einer Menschenseele begegnet, nur eine einzige Spur von einem Country-Skier. Cross-Country-Skier. Ja, mit halb gefrorenem Mund ist das schwierig. Und ansonsten ist hier halt einfach niemand. Ne? Und diese Ruhe hier, das ist das Einzige, was man hört, ist der Wind in den Ohren. Das ist schon echt toll. Es sei denn, man hat Ohrschoner drauf.